Darkside Game Studios. Unreal Technology. 2K. Jagger. Spec Ops: The Line. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play meiner Seite. Spec Ops: The Line. Ja, ich habe ja schon mal ein bisschen angedaddelt. Aus dem ganz einfachen Grund, Einstellungen hast du nicht gesehen und pipapo. Ich möchte mit euch natürlich ein neues Spiel starten. Wie man sieht, ich habe ja schon ein bisschen angefangen. Das war zum Reinschauen, das war Einstellungen und das war nochmal reinschauen. Ach ja, genau, das war Soundeinstellung und Co. und hast du nicht gesehen. Mit euch fange ich den letzten Slot an, den wir haben. Grafik habe ich auf Retro gestellt. Aus dem ganz anderen Grund gefällt mir persönlich sehr schön. Und wenn man aufpasst, kurz bevor das Spiel losgeht, steht dann so was Schönes wie Special Guest und der Username. In unserem Fall Sloopy Joe. Ich möchte auch gleich mal vornherein sagen, es geht von Anfang an dicke mit Action los. Um euch nicht allzu sehr auf die Folter zu spannen, würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt ein neues Spiel an. Wir nehmen Strandspaziergang. Nö, ist wahrscheinlich ein bisschen arg öde. Kampfeinsatz, klingt schon sehr schön. Selbstmordmission? Ne. Fuba? Nee, nö. Na, so gut bin ich dann doch nicht. Ich bin schon froh, wenn ich Kampfeinsatz halbwegs überlebe. So, viel Spaß. Ja, und jetzt haben wir die Gelegenheit, die eisernen Vögel selber vom Himmel zu holen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ah, hier. So, komm, runter damit dir. Da ist der nächste. Na komm. Geh kaputt. Du Sau. Da ist auch noch einer. So. Nächste. Ja, wo ist eins denn? Wo ist sonst denn? Da, halt, da. Na komm. Feuerwehr, sehr schön. Ja. Finde ich auch. Dann halt mal die Kiste ruhiger, du Arschloch. Ja, komm, 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 komm. Ja, und jawohl. Nächster, nächster, nächster. Wo denn? Hier. Putsch. Da der nächste Putsch. Boah, halt die Kiste ruhig. So, nächster. Nächster. Nächster! Nächster! Da! So. Und jetzt tut gleich was richtig weh. Und? Boing! Ich glaube, das tat ein bisschen weh. So. Nein, 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 nein. Autsch. So ein Shit. Ja, wie gesagt, sehr actionreich am Start. Ich kodiere ja im Hintergrund. Ich hoffe, das geht ein bisschen.
Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. So. Dann geht's auch schon los. Okay, in Deckung gehen. Ich hoffe, ich verkack's ja nicht zu sehr. Springen, okay. Also ich habe ja mit der Steuerung schon ein bisschen geübt. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Ganz ehrlich, eine Los, geile Aussicht. Alles klar. So, was ich auch noch dazu sagen möchte, das Spiel ist kein blankes Geballere. Es soll ein bisschen zum Nachdenken anregen, es soll schockieren, indem diverse Todesszenen extrem ausgeübt werden, sage ich jetzt mal. Übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Unter anderem Zivilisten und... Hey, hier ist dein Seil. Da kämpfe ich ein bisschen mit meinem Gewissen. Ich hoffe ja, dass es nicht ganz so übel wird. Man kann mich jetzt gerne als Weicher bezeichnen, aber... Ich stehe dazu. War nur ein kleiner Spaß, Boss. So. Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Schauen wir mal. Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Die Ziele sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Ich höre den Funkspruch. Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Finde die Quelle des Funksignals. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand.
Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich Selbstmord zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht. Ja, das frage ich mich ja auch. Als Strong. Steuerung. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Boah. Hier scheint's zu sein. Bist auch so ein kleiner Großkotziger, ja, hä? Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Sind die tot? Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Wo ist den? Oh, Scheiße. Ja. So könnte man das auch sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Habe ich auch das dumpfe Gefühl. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Nö. Was heißt übrigens, um uns auch zu töten? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Ja. Ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Okay. So. Verdammt, wer sind die Kerle? Ja, das wüsste ich auch gern. Überlebende des Sturms. Ist doch gut. Ja, genau, ist gut. Kannst du mich mal. Ja, mehr schießen möchte ich ja jetzt nicht unbedingt. Ich gebe Feuerschutz, du rennst! Wir sind in Position. Erwartet deine Befehle. Ja, blendet sie mal. Brav. Also ich bin jetzt hier kein Mega-Shooter-Spieler. Ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich diverse Male vergeige. So. Wo steckt der? Reklametafel da drüben. Sag mal. Sugar, schalt ihn aus. Ja, Sir. Perfekter Schuss, Freund. Rücke aus. So. Jump, 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 komm, 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 komm. Scheiße, Feindkontakt! Ich lade nach! Ziel am Boden! Ja, fuck. Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Tango erledigt! So, noch wer? Rüber zu dem Container! So, mal kurz nachladen. Sicher ist sicher. Erste Hilfe. So. So, und du nicht, mein Freund. Okay. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ja, hatte ich auch gedacht. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Marston hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Kommt, schnell hin. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Das schaffen wir.
Boah, shit, 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 shit. Boah, fuck. Wir müssen das NG ausschalten. Ach nee, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wir sitzen fest. Umgeh das NG und schalt es aus. Er ist gepanzert, wir kriegen ihn nicht. So. Du musst ihn umgehen. Auf dem Schuppen. Schnell vor. Boah, Mann, geht es auch ein bisschen langsamer. Ja, komm. Puh, gerade zwischendurch geschossen, hä. Dusel gehabt. Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Geht ja schon gut los. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Jo, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Hat der Munition? Gute Idee. Hilf sie, bevor sie uns sehen. So, jetzt haben wir einen Schalldämpfer. Ziel ist tot. Kill bestätigt. Los, weiter, aber unauffällig. Wo ist der Nächste? So. Gerade nach. Mann. Wir haben Besuch. Ach nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich sag doch. Tragfläche. Sie sind da drüben in der Gruppe. Toll, wie soll ich denn da hinkommen? Sie wird nervös. So, du auch da oben, sehr schön. Feind auf dem Feld! Feind am Boden! Leck mich doch! So, wieder einer weg. Noch wer? Ich hätte gern Munition. So, Leute, jetzt kommt hier. Auf den Weg. Sehr schön. Müsste jetzt eigentlich clean sein. Da! Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Toll. Genau jetzt habe ich keine Knarre mehr. Muss ich mir jetzt doch was anderes borgen, oder was? Gut, dann nehme ich mir die. Scheiße, die sind im Flug. Vorsicht! Seid achtsam, die können kurz überall sein. Ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. AK. Wer ist hin? In dem Durchgang! Jetzt kommt mal rauf hier, Leute. Ja, und wo? Bin unterwegs. Wir kommen. Boah, wo rennst du denn hin? Ziel am Boden. Sehr schön. Ja, komm raus hier. So, bin jetzt clear hier.
Ah, Mann. Vorsichtig! Ja, dann sag mir doch, dass du davor latscht, du Depp. Ich brauch Knarre. Wechsel ich aufs AK-47. Nee. Boah, du Arschloch. So, haben wir es jetzt. Ja. Sehr schön. Ja gut, das ist jetzt weniger schön. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Ja, ich auch. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Wir werden immer noch beobachtet. Finde ich nicht toll.